Es ist eine Geschichte wie aus einem Agenten-Thriller. Der US-Physiker Timothy Coate bekommt einen mysteriösen Uranwürfel zugespielt. Er stammt aus Nazi-Deutschland. Als klar war, dass ich da auf ein Stück Geschichte gestoßen bin, war das wirklich sehr bewegend. Mit dem Würfel will Timothy Coate herausfinden, ob Nazi-Deutschland die Atombombe bauen konnte. Das Schicksal hat mich ausgesucht, die wahre Geschichte herauszufinden. Mit seiner Kollegin Miriam Hiebert macht er sich auf die Jagd nach der wahren Geschichte hinter Hitlers Atomprogramm. Die Wissenschaftler rekonstruieren den Weg des Würfels und die Arbeit von Hitlers Atomforschern während des Kriegs. Die Amerikaner sind äußerst besorgt, weil die Deutschen 2 Jahre Vorsprung hatten und alle wissenschaftliche Kommunikation einstellten. Wie weit waren die Deutschen wirklich? Ein weiterer spektakulärer Fund führt die Wissenschaftler auf die Spur zur Lösung dieser seit Jahrzehnten ungeklärten Frage. There's nothing quite like this story. Diese Geschichte ist wirklich einzigartig. Alles beginnt an einem sonnigen Tag im Sommer 2013. This whole story unfolded by Alles begann mit einem Telefonanruf. Ein Freund war dran. Er sagte: Ich habe hier etwas, das du bestimmt sehen möchtest. Dabei hat Timothy Coate, Physikprofessor an der University of Maryland, eigentlich andere Pläne. Ich sagte, ich gehe gerade joggen, lass uns später treffen. Doch er sagte, nein, ich glaube, das willst du wirklich sehen. Wo bist du? Und dann haben wir uns verabredet. Unser Treffpunkt war ein Parkplatz. Mein Freund öffnete den Kofferraum und da sah ich diesen Gegenstand, eingewickelt in braunes Papier. Nur eine kleine Ecke war zu erkennen. Timothy Coate beschleicht ein ungeheuerlicher Verdacht. Mein Freund fragt, weißt du, was das ist? Und ich sage, na ja, ich glaube schon. Und er, toll, du weißt, was das ist? Dann ist es in den richtigen Händen. Alles Gute zum Geburtstag. In diesem Moment gingen mir tausende von Fragen durch den Kopf. Als Physikprofessor mit einer Leidenschaft für die Geschichte der Atomforschung erkennt Timothy Coate sofort, der Würfel könnte etwas ganz Besonderes sein. Sein Material weist höchst ungewöhnliche Eigenschaften auf. Es ist etwa doppelt so dicht wie Blei. Dieser Würfel mit einer Seitenlänge von 5 cm wiegt ungefähr 2,5 Kilo. Messungen zeigen, der Würfel besteht aus Uran und ist schwach radioaktiv. So schwach, dass man ihn gefahrlos in die Hand nehmen kann. Dennoch ist der Fund brisant. Ich wusste sofort, was es war. Ich hatte schon mal ein Bild davon gesehen. Es stammte aus Deutschland. Deutsche Uranwürfel, die von den Vereinigten Staaten entdeckt wurden. Anfang der 1940er Jahre, als Hitler Europa mit Krieg überzog, war das deutsche Atomprogramm eines der geheimsten und modernsten Forschungsprojekte der Welt. Ein Original-Uranwürfel aus der Atomforschung kann ein Schlüssel sein, um herauszufinden, wie nah Nazi-Deutschland der Bombe gekommen war. Als klar war, dass ich da auf ein Stück Geschichte gestoßen bin, war das wirklich sehr bewegend. Das Schicksal hat mich ausgesucht, die wahre Geschichte hinter den Würfeln herauszufinden. Timothy Coate weiß, es kommt jede Menge Arbeit auf ihn zu. Deshalb zieht er Materialwissenschaftlerin Miriam Hiebert ins Vertrauen. Sie soll ihm bei seinen Recherchen helfen. Für meine Doktorarbeit habe ich hier auf dem Campus am Reaktor geforscht. So habe ich Tim kennengelernt. Er war damals der Direktor.
many people get to hold uranium. Es gibt nicht viele Menschen, die Uran in ihren Händen halten können. Das ist eine sehr kleine, exklusive Gruppe. Und als mir Tim den Würfel gibt, gehöre ich plötzlich dazu. Das war extrem cool. Aber natürlich stellt sich die Frage, wie dieses Ding mehr als 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs plötzlich in Maryland auftauchen kann. Wie ist es hierher gekommen? Und wie viele davon gibt es noch? Ein Stück Papier, in das der Würfel eingewickelt war, liefert erste Anhaltspunkte. Aus einem deutschen Reaktor, den Hitler bauen wollte. Geschenk von Nininger. Es gibt einige interessante Fragen. Wer ist dieser Nininger? Warum war der Würfel ein Geschenk? Wie ist er überhaupt in seinen Besitz gekommen? Aus diesen Fragen ist ein Forschungsprojekt geworden, das nun schon fast ein Jahrzehnt andauert.